Hallo meine Lieben, ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mit, wenn ich mir meine Nägel mache. Ich bin jetzt die letzten Jahre eigentlich immer ins Studio gegangen, entweder Acryl oder Shellac, aber ich habe letztes Mal so jemanden Schlechtes erwischt, die hat mir die Nägel einfach wirklich ganz schlimm gemacht und ich habe glaube ich 75 Euro gezahlt und die Nägel haben mir nicht gefallen, haben nicht gepasst, deswegen habe ich dann beschlossen, ich habe jetzt Sommerpause gemacht, habe jetzt Natur getragen, aber jetzt habe ich wieder Bock auf lange Nägel und ich bin ausgestattet. Hier, richtig krass, also das ist nur ein kleiner Teil, was ich alles hier habe. Wer mir schon länger folgt, weiß eigentlich, dass ich mir schon öfter mal die Nägel selber gemacht habe. Ich habe mir jetzt für ein neues System, und zwar mit so Press-On-Nägel, die man dann so mit dieser wunderschönen Blumenlampe drauf fixiert. Ich würde nur sagen, ich zeige euch. Ich mache mir das jetzt zum ersten Mal auf diese Art und Weise. Ich habe sie zwar schon der Michelle gemacht, die macht sich aber mittlerweile schon selber. Die hat das jetzt raus. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall alles, was ich hier in diesem Video verwenden werde, verlinken. Habe ich nämlich alles bei Amazon bestellt. Und ja, würde mal sagen, let's start. Davor gönne ich mir aber noch einen Cappuccino. Ich habe mir den von Oatly gekauft. Was ihr noch nicht wisst, weil ich es auf YouTube noch nicht erzählt habe, ist, ich bin laktoseintolerant. War bei so einer Mikronährstoffberaterin, weil es ja, mir nicht gut ging. Ich habe laut meiner eigenen ja, Definition, also ich dachte, da ist ein Strohhalm dran. Hab den jetzt gesucht. Der ist nicht gut. Auf jeden Fall bin ich laktoseintolerant. Das wusste ich nicht. Ich habe das nie gemerkt. Aber was sie mir auf jeden Fall empfohlen hat, weil ich habe einen zu hohen Cortisolspiegel. Sie hat mir empfohlen, weil ich auch Hashimoto habe. Begleitend habe ich auch kreisrunden Haarausfall manchmal. Das hängt meistens zusammen, so eine Autoimmunerkrankung. Da hat sie mir empfohlen, dass ich auf Gluten verzichte. Weil ich bin zwar jetzt nicht intolerant, aber durch mein Hashimoto fördert Gluten halt die Autoimmunerkrankung. Deswegen hat sie gesagt, soll ich verzichten. Und ich verzichte und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wäre eigentlich jetzt nicht erlaubt, weil nein, ist ja Hafer drin und Hafer ist ja auch, hat auch Gluten. Wenn man öfter trinkt, geht's dann. Aber fangen wir mit den Nägeln an. Ja, wie ihr seht, all natural, relativ kurz und ich hab Bock auf lange. Ich fange damit an, mir mal zuerst die richtigen Tipps rauszusuchen. Ich habe hier mehrere Formen, also dieser hier ist so Almond, also mandelförmig. Ich habe aber auch noch so Square. Ich habe jetzt Bock auf Mandeln. Ich habe es ja noch nie genutzt, weil die Michelle mag immer die Squares. Und die sind ein bisschen komisch, da dran gehen. Aber okay, it's no problem. Vielleicht sogar einfacher, um zu gucken, was die richtige Größe ist. Beim kleinen Finger weiß ich, dass ich immer die kleinste Größe brauche, weil ich habe halt relativ kleine Finger, relativ kleine Hände. Und kann da mit Sicherheit sagen, dass es immer die kleinste Form ist. So. Gut, das auch. Geht ja recht zackig, ne? Witzig, ne? Man hat immer so einen, also derselbe Finger, andere Hand, aber eine andere Größe. Seht ihr? Rechte Hand habe ich da wohl einen dünneren Ringfinger. Also vom Nagel her. Okay. Ich habe so kleine Finger. Da habe ich jetzt schon meinen größten, also für den Daumen. Ist ja wirklich witzig. Da habe ich wirklich einen größeren Finger. Ich bin selbst total surprised. Ich habe mir jetzt mal so alles hier aufgebaut, was ich brauchen werde. Ich habe hier so eine kleine süße Lampe. Schaut euch das mal an, wie nice das ist, zumindest mit dem Pink. Das ist so eine Härtungslampe, aber in Blumenform. Die ist so süß. Also als ich die gesehen habe, musste ich die unbedingt auch kaufen. Habe ich auf Amazon. Ja, ich habe es auf Amazon gekauft, aber ich habe es auf TikTok entdeckt und seitdem, I'm loving it. Das ist super cool für solche Nägel, die man so rauf presst. Dann habe ich natürlich auch einen Fräser, den habe ich schon länger. Und natürlich auch eine Lampe, die braucht man ja auch sowieso. Das habe ich auf TikTok, in einem TikTok-Video gesehen und ich war in dem absolut verliebt, weil man macht sich damit die Nägel rauf. Da ist ein, so ein Base-Gel drinnen. Aber es ist auch ein Remover drinnen, zeige ich euch mal. Mit dem kann man das wieder ultra schön entfernen. Gab es aber nicht bei Amazon, also nicht im deutschsprachigen Raum. Und musste es von einer amerikanischen Webseite bestellen. Ich habe mir gedacht, okay, so teuer war das nicht. Versand war jetzt auch 15 Euro, war okay. Aber das kommt halt so, das ist so ein, ja, ein Peel-Off-Base-Gel. Und da drinnen, das ist the magic. Weil wenn man das wieder runtergeben will, macht man das mit der Pipette an den Nägeln dran, diese Flüssigkeit. Und danach kann man sie mit so einem Rosenholzstäbchen wieder wegmachen. Das ist aber jetzt kein Rosenholzstäbchen, sondern das ist aus Kunststoff. Das habe ich auch bei Amazon bestellt. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, I need this. Ich brauche das unbedingt. Und viele, viele andere Sachen. Das habe ich, liebe ich aktuell von Model Long. Hydrator, auch nochmal Hydrator. Und von denen habe ich auch ganz, ganz viele Farben. Das ist alles selbst gekauft.
gekauft. Ist echt nicht teuer, wirklich überhaupt nicht. Und super krasse Auswahl. Schaut mal, wie viele Farben da drinnen sind. Und das ist wirklich super deckende, schöne Farben. Also ich habe jetzt die bunten genommen, aber es gibt auch Nude und Braun und Rottöne und whatever. Wie gesagt, falls ihr daran interessiert seid, was das alles ist, schaut bitte in die Infobox. Da habe ich alles verlinkt. Es ist alles von Amazon. Halt außer das, das werde ich euch bei der Webseite verlinken, wo ich es gekauft habe. Dort verlinken es auch immer die ganzen amerikanischen Girls. Das sind eigentlich Rosenholzstäbchen, aber wie gesagt, die aus Plastik sind irgendwie cooler. Und ich habe für meinen Fräser habe ich auch viele Bit-Aufsätze für Gel und ja, so Standard. Bevor ich jetzt aber starte mit dem Rankleben der Tipps etc., ganz wichtig, Hände waschen, Leute. Und als nächstes Hände desinfizieren. Ich habe mir da bei Müller das hier gekauft. Das ist Händedesinfektion. Ich habe es mir in so einem kleinen, wenn ich für die Proben, für Joggen-Produkte, für so Reiniger, habe ich mir da jetzt Desinfektionsmittel reingesprüht und desinfiziere einfach nochmal so meine Nägel, obwohl sie natürlich schon gewaschen sind. Was man auch verwenden kann, es hat es mal bei Joan gegeben, ich glaube aktuell gibt es das nicht, das ist ein Desinfektionsgel. Was ich an dem voll cool gefunden habe, das riecht einfach so gut, das riecht nach Parfum. Und das ist also nicht so ekelhaft klebrig, sondern das ist so komplett wasserlöslich. Aber leider gibt es das nicht mehr. Und ganz wichtig, das habe ich auch bei Müller gekauft, so eine Flächendesinfektion. Damit desinfiziere ich die Geräte, also beziehungsweise, ich habe jetzt nicht so viele Geräte, aber das hier. Weil ich mache mir da auch die Pediküre selbst und das ist jetzt nicht so hygienisch, ne? Ich habe jetzt kein Studio, habe jetzt nicht so viele fremde Leute hier, aber naja, nicht so raus wäre, ist es gut, wenn man es desinfiziert. So, aber zuerst mache ich mir die Maniküre. Dafür habe ich das hier, dieses Gerät. Das ist ein Nagelhautschieber, mit dem schiebe ich einfach mal die Haut so nach hinten. Ich bin Gott sei Dank gesegnet mit nicht so krasser Nagelhaut. Es gibt so manche, die haben halt wirklich krasse Nagelhaut, aber ich bin da wirklich, ja, hab da wirklich ganz wenig, aber trotzdem. Vorbereitung ist alles. Das ist total wichtig, die Haut nach hinten zu schieben. Dann halten auch eure Nägel nämlich viel, viel länger. Vielleicht wäre es nicht schlecht, so eine Aufnahme, oder? Was sagt ihr? So, jetzt wird die Haut, die ich so nach hinten geschoben habe, weggeschnitten. Guck noch, ich habe nämlich nicht überall viel. Ich habe gerade gemerkt, dass meine Schere ein bisschen crap ist. Die ist leider nicht mehr so scharf. Ich brauche eine neue. Die schneidet immer ganz, ganz wenig hier mit den Spitzen. Macht nichts. Ich habe ja noch meinen Fräser und mit dem mache ich jetzt dann die Feinarbeit sozusagen. Es gibt nämlich so verschiedene Aufsätze für die Maniküre, ne? Zum Beispiel diese kleinen Dinger hier, die mit dem kleinen Kopf oder die halt mit dem Spitzen. Und da habe ich auch hier noch eins. Dieses da. Das ist für das Nagelbett und für die Haut. Das werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal schnell kurz desinfizieren. Eigentlich muss man es danach machen, nachdem man es verwendet hat. Aber wir machen es jetzt kurz davor. Gut, ich glaube, ich nehme den da hier, den ganz mini-fuzzi-kleinen. Und ja, mit dem mache ich jetzt dann nochmal so die Nagelhaut, die hier so dran ist, weg. Also die quasi am Nagel noch haftet. Und dann mache ich es mit dem groben nochmal besser weg. So, nachdem ich jetzt die Nagelhaut zurückgeschoben habe und weggeschnitten habe mit der Nagelschere, geht es jetzt ans Fräsen dran. Bedeutet, ich fräse jetzt einfach diese bisschen Haut, die da noch auf meinem Nagel klebt, weg. Und dafür nehme ich von meinen Fräsern, sage ich mal, diese zwei. Die bieten sich sehr gut an dafür, also mit dem kleinen Kopf. Und auch das kann man noch die Unebenheiten schön wegfräsern. Und dafür habe ich dann schon in meinen Fräser diesen Bit-Kopf raufgetan. Der ist so ein bisschen dicker, oval. Und mit dem werde ich das schön alles eben fräsen. So, jetzt bin ich fertig mit der Maniküre. Jetzt habe ich mir so einen Cleaner zur Hand genommen und ein Wattepad und werde jetzt den restlichen Nagelstaub einfach wegwischen.
Jetzt kommt der spaßigste Teil eigentlich. Und zwar das Ankleben dieser wunderbaren Tipps hier, dieser Press-On. Gel X Press-On heißen die. Könnt ihr auch bei Amazon suchen. Wie gesagt, ich werde euch meine mandelförmigen, meine Squares, es gibt Shorts, es gibt lange, ganz kurze, alles, was das Herz begehrt. Und ich werde das mit diesem Jello Base Gel machen. Bitte guckt euch das an. Fast hätte ich was vergessen. Und zwar muss ich ja die Nägel primen. Oh my god. Da habe ich dieses von Model Loans. Da gibt es ein ganzes Set mit Primer, Dehydrator. Die Nägel müssen ja mal entfettet werden, ne? Also mache ich diesen Dehydrator drauf und lasse es dann so ein bisschen eintrocknen. So, und jetzt geht's ans Angemachte. Ich nehme jetzt das Jello Base Peel-Off Gel und mach mir mal erstens mal eine Schicht auf meinen Nägeln drauf. So eine dünne, die härte ich dann in der Lampe aus. Die erste Hand fertig und die kommt jetzt in die Lampe. Die erste Schicht habe ich auf beiden Händen schon gemacht und jetzt kommt die zweite dran. Ganz wichtig, einfach, dass man die Nägel dann auch wirklich schön entfernen kann und bitte nicht zu dick auftragen. Ja? Also hier eine dünne Schicht beide Male, dann ist es perfekt. Wieder unter die Lampe, 90 Sekunden aushärten und dann können wir mit dem Kleben dieser wunderschönen Tipps anfangen. Mit dem Jello Base Gel bin ich jetzt fertig und jetzt habe ich mir aus diesem Set, ich werde es euch unten verlinken, da ist nämlich alles drinnen, der Dehydrator, der Topcoat und ganz wichtig, was ich für diesen Step jetzt brauche, der Nail Glue for Nail Tips drinnen. Das ist einfach ein Nagelkleber, mit dem werde ich jetzt nämlich diese Press-On Nägel draufkleben und brauche dafür auch meine Blumenlampe. Ich mache jetzt Nagel für Nagel. Das Wichtige ist, dass man hier wirklich nicht zu viel Produkt drauf gibt, sonst quillt es überall raus. Es reicht wirklich nur so ein wenig. Und was ich bei diesen Tipps sehr cool finde, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber die sind schon angeraut. Also manche muss man anrauen, aber die sind schon angeraut. Und wie gesagt, da mache ich jetzt so ein bisschen Kleber rein und nehme mir das und drücke das so ran. Ich werde das dann euch gleich zeigen, wie ich das mache. Das drücke ich dann so an und dann härte ich sofort aus. Okay? Hat jetzt nicht so gut geklappt. Bin zu viel herumgeschwommen damit. New Try. Also, das ist kein Problem. Wenn man es nicht schafft beim ersten Mal, macht man das weg. Gut. Again. Und unter der Blumenlampe härte ich das dann sofort aus. Es muss nämlich, es darf keine Blubberbläschen drinnen haben oder sonst irgendwas. Deswegen ist es wichtig, dass man das haltet und dran drückt. Das wäre in der anderen Lampe nicht möglich. Deswegen braucht man dann so eine andere Lampe. Es gibt verschiedene Formen. Ich habe mir halt Blume genommen, weil es süß ausschaut. Und es klebt schon. Mein erster Tipp. Klebt schon und er ist wirklich wunderschön angeklebt. Oh Mann, begeistert. Ich zeige euch das gleich in der Aufnahme. Ich muss jetzt kurz mein Handy weiterfilmen, weil meine Kamera leer ist. So schaut das jetzt aus, wo jetzt alle Tipps rangeklebt sind. Und ich mache jetzt einfach weiter. Und zwar habe ich da diese Builder Gels. Das ist wichtig. Wo habe ich das? Ich habe mir das schön in Farbe rausgesucht. Und zwar ist das so eine nudige. Und damit werde ich jetzt einfach alles lackieren. Man muss jetzt nichts feilen, außer man möchte sie kürzen oder so oder sie in Form feilen, aber sonst muss man das nicht machen. Ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall mal machen, weil sie mein Bildergel aufgeben. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't. So schaut das jetzt lackiert aus. Also, schaut schon richtig nice aus. Vielleicht lasse ich es sogar so. Mal gucken, ob ich da noch eine Farbe oder French probiere.
I don't know. Waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. Be free with me. Let's go. Ich habe jetzt absolut schon gar keinen Bock mehr, deswegen lasse ich sie in Nude, nur einfach so. Sie sind auch sehr lang, wenn ich jetzt Farbe drauf mache. Schaut das zu gefährlich aus. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich sie ein bisschen kürzer machen, aber das ist sehr lang. Dementsprechend mache ich jetzt nur mal als letzten Step diesen Topcoat drüber. Und that's it. Da meine Nägel jetzt hier ziemlich klebrig sind, ich schon Angst habe, dass da so ein paar Haare sich drin verfangen haben, mache ich jetzt mit dem Cleaner die Schwitzschicht ab und lackiere sie jetzt mit Topcoat. Ich habe diverse Farben ausprobiert. So, bin jetzt fertig. Ich zeige euch die Nägel gleich in der Aufnahme. Hier seht ihr die Nägel dann nochmal besser. Wie ihr seht, sind die ultra lang. Aber ich finde, dass sie eigentlich sehr schön geworden sind. Also auch die Form hier, wie man sehen kann. Durch den Tipp erspart man sich halt das ganze Feilen und Modellieren. Ist doch recht schön geworden. Aber wie gesagt, ultra lang und so mäßig sauber habe ich gearbeitet. Aber ich glaube, mit mehr Übung schauen die schon fetzig aus. Und ja, ich bin zufrieden. Ja, meine Lieben, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Oh mein Gott, die sind so lang. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich werde sowas öfter mal probieren und euch dabei mitnehmen. So schauen die schon recht nice aus. Vielleicht kommt sie mir jetzt nur so lang vor, weil ich sie lange kurz getragen habe. Gewöhnungsbedürftig. Ziemlich katzenkrallenmäßig, aber die Form ist schön. Ich mag diese Tipps. Ja, ja, ja. Kann man mal machen. Na gut, meine Lieben, wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye.